Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Startdeck gegen. Käfer Kavallerie im Einsatz. Genau. Es Jetzt laufen gehst jetzt du. zwei Events parallel, das ist auch interessant. Ja, übrigens, das ist jetzt der erste Part nach dem Geburtstag von Master Duel, ne? Ah, ja. Stimmt, vielleicht laufen deswegen zwei Events parallel. Ich finde das Was ja jetzt muss auch interessant, dass man jetzt hier sehen kann, was man für eine Hülle hat. Ein nettes kleines Im Detail, Event weil. sieht man das aber nicht, Nee, komischerweise. im Event siehst Aber du es nicht und du siehst auch nicht den Rang. ich Aus weiß halt irgendeinem nur Grund. nicht, weißt du, ich sortiere das halt teilweise, also dadurch könnte man so ein bisschen guessen, was für ein Deck ich habe. Aber gut, kann man theoretisch an dem Pad auch versuchen, wenn Leute das so machen und wenn nicht. Und so. Okay, setzen wir erstmal diese beiden hier. Ah ja, mir wurden alle Hüllen und so Zeug durch. Sortiert, weil die das alles umsortiert haben. Das war ein ganz toller Spaß, das alles wieder so zu machen, wie ich eigentlich haben will. Ja, keine Ahnung, klatschen wir den dahin. Gucken wir, was die neuen Käfer hier so machen. Das Ah, war ja. ja Chroniken-Event, genau. Genau. Ich habe, muss ich sagen, Käferkavallerie schon vorher vor dem Event gespielt in einem Deck. Sehr intensiv sogar. Das Deck ist ein bisschen anders aufgebaut, aber es war fast gleich. Okay. In dem Sinne, beginne ich mit dem Kundschafter erstmal die Landschaft ausspähen. Sure. Er aktiviert mal seinen Effekt und holt einen weiteren Kundschafter aus dem Deck. Alles klar. Dann aktiviere ich mal Käferkavallerie Sinkflug. Ah, okay. Und nochmal Einfach eine Spielmarken. Käferkavallerie, ja, Spielmarke. Benutze Fähigkeiten. Dann hier. Erstmal eine Linkbeschwörung. Eine Linkbeschwörung. So eine Ressource. Correctement. Ah ja. Was kann die jetzt? Ich glaube, ich habe die nie Die beschworen. kann eine Karte erstmal abwerfen. Und dann ein anderes Insektenmonster auf dem Feld wählen und es mit einem Insektenmonster aus meinem Deck ausrüsten. Oh, ja, natürlich der. Natürlich der Resonanzkäfer. Dann werde ich mal. Was lohnt sich jetzt am ehesten? Kann ich ihren Effekt? Nein, das reicht nicht. Ich kann ihren Effekt nicht einsetzen. Ja, der fehlt noch ein bisschen ATK, habe ich das Gefühl. Ich könnte jetzt den Link 3er holen, aber ich mache das erstmal nicht. Ich mache nochmal einen Link 2er. Link 2er aus zwei Monstern. Korrekt. Auch wenn ein schon Link 2er ist. Ist das nicht Linkverschwendung? Ein bisschen ja, aber es erfüllt den Zweck, dass der Resonanzkäfer auf den Friedhof kommt. Und der wiederum holt mir was auf die Hand. Genau. Und dann verbannst du ihn noch, damit du einen normalen Effekt von ihm kriegst. Und jetzt kommt ein Wortspiel. Planierraupe des Untergangs. Verstehst du? Das ist ein Käfer, eine Ja. Raupe, eine Planierraupe. Ja. Jetzt Ja. aktiviert sich der zweite Effekt vom Resonanzinsekt. Weil er verbannt wurde vom Friedhof, kann ich jetzt ein anderes Insektenmonster auf den Friedhof schicken. Und das ist Gokipol. Der Effekt Gokipol. Natürlich. Der aktiviert sich. Und ich kann ein weiteres Insektmonster auf die Hand holen. Und weil es ein normales Insektmonster war, kann ich das normal beschwören. Oder spezial beschwören. Und dann eine Karte mit mehr ATK als das Normalmonster auf dem Feld zerstören. Ich habe Und weil Gookie, jetzt. ich hab Gookiepool nie gelesen und mir nie so Gookiepool gesucht. So, jetzt weil ein Monster, auf das Shinobi-Insekt zeigt, zerstört wurde, kann ich jetzt. Oh. Kann ich jetzt ein Stufe 4 Monster von meinem Friedhof oder von meiner Hand beschwören? Und ich beschwöre mal wieder Gokipol. So. Shinobi Insekt brauche ich jetzt nicht mehr. Deswegen gehe ich mal direkt in.
Ja, ich denke, das lohnt sich. In Link 4. Boss Monster Time. Riesige Käferkavallerie. Unbesiegbarer Atlas. Ja, ein Atlas. Und jetzt, wo du ein Monster auf deinen Friedhof hast und ich Monster auf meinen Friedhof habe, kann ich diese jeweils wieder zurück ins Deck mischen. Ich glaube, das hält den Effekt nicht auf, oder? Nee. Das lasse ich auch nicht zu. Ja, gut. Oder hält es den? Nee, das ist keine Bedingung. Das ist nur etwas, was ich machen kann. Und oder? Das finden wir jetzt einfach mal raus, ob du das damit verhindern kannst. Ja, da kommt er. Der geht wieder zurück ins Exodeck. Weil er beschworen wurde, kann ich eine Käferkavallerie-Karte auf meine Hand nehmen. Der hat Feldsauer-Karte. Ja. Lohnt sich das jetzt? Ah, nee, das lohnt sich nicht. Gehen wir mal rein. Ja, das tut jetzt definitiv ein bisschen weh. Das tut etwas zu sehr weh. Naja. Machen wir das da weg. Achso, ich darf gerade nur Gegner wählen. Das war ein schnelles Ende. Ja, das kann passieren. Ja, das ist ein sehr kompostarkes Deck. Ist das Ende schnell? Ich lass austicken. Nee, dieser Muskelkater tut weh. Dass es aber auch jetzt ein ganzes Jahr gebraucht hat, bis man den Blauäugigen als Pet hat, ne? Ich dachte eigentlich, das wäre einer der ersten Monster gewesen, die man als Pet haben kann. Naja. Stattdessen kommt sowas wie der antike Antriebsdrache. Naja, jetzt ist es über die Amtsack. Ich finde es ja interessant, dass sie das Spielbild und sowas auf Steam alles verändert haben. Jetzt zu dem Event. Ja. Was mich ja super stürzt, der neue Startbildschirm mit diesem grellem Weiß. Das ist einfach... Ich glaube immer noch, dass es ein Bug ist. Meinst du? Wie ja, keine Ahnung, mir kommt das nicht richtig vor. Die Originalbilder sind ja nicht weiß, also warum ist das denn dann weiß? Das ist halt die Frage, die mir auch aufkommt. Nach dem Motto, warum, wieso, weshalb? Wer, wie, was... Okay, ich habe mehrere Optionen jetzt hier. Mal gucken, ob du jetzt wieder ein Notika einlegst. Chancen sind sehr gut. Ich spiele Gokipool. Okay. Und aktiviere Käferkavallerie Schuppenbomber. Okay. Achso, falls du eins beschwörst, kommt der nach. Ja, ich kann den quasi zusätzlich beschwören. Jetzt habe ich wieder zwei Monster. Ja, das stimmt. Und wenn der auf den Friedhof geht, kommen wir das Ding jetzt weg, ja. Okay, der Typ. Logipool wird aktiviert. Jupp. Und ich hole mir... Holst du hier wieder das Normalmonster? Wahrscheinlich? Ich weiß nicht, das brauche ich eigentlich jetzt nicht wirklich. Brauchst du nicht, okay. Nein, stattdessen nehme ich den Käferkavallerie-Angriffsroller. Denn Käferkavallerie-Panzer kann... Ja, der Panzerhorn erlaubt es mir nochmal, einen Käfer als Normalbeschwörung zu beschwören. Und ich beschwöre den... Käferkundschafter. Mhm.
Und der wiederum kann einen weiteren Kundschafter aus dem Deck holen. Dann linke ich nochmal die zwei Kundschafter. In die Insekto-Mini-Motte. Ich muss dafür wieder eine Karte abwerfen. Weiß mir nochmal eine, brauche ich nicht. Wähle ein anderes Insektenmonster und rüste ihn aus. Resonanzkäfer. Gut. Was kann ich machen? Ich aktiviere den zweiten Effekt von Minimotte, weil ich mindestens drei Insektenmonster auf meinem Friedhof habe, kann ich die wiederum zurück ins Deck mischen. Mache ich das einfach mal. Oh, das ist ein geiler Draw. Alles klar. Beschwöre den Käferkavallerie-Angreifer als Spezialbeschwörung, verbanne dafür einen Insekt von meiner Hand, von meinem Friedhof, Quatsch. Wird langsam eng hier, hä? Gut. Wieso? Da sind doch noch Felder. Ja, ich mache mal wieder ein bisschen frei hier. Ah ja, der ganz große Käfer wieder. Atlas. Und weil Resonanzinsekt auf den Friedhof gelegt wurde, kann ich mir jetzt ein höherstufiges Insektmonster auf die Hand holen. Und ich höre schwerer Kavallerie. Wie heißt der? Schwerer Kavallerie, mächtiger Neptun. Alles klar. Den kann ich nur spezial beschwören, wenn ich drei verbannte Insekten habe. Und das mache ich mal eben ganz schnell. Okay. Das sind schon mal. Ja. Weil Resonanzkäfer, also ein Resonanzinsekt verbannt wurde, kann ich was auf den Friedhof legen. Und dieses Mal wähle ich. Wer lohnt sich? Das ist die Frage aller Fragen. Er schickt nochmal einen Gookie-Pool auf den Friedhof, normalen. Jetzt wähle ich drei verbannte Insektenmonster. Mische sie zurück ins Deck. Und hole Neptun aufs Feld. Okay. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Mache ich noch irgendwas? Nein. Ich gehe in die Offensive. Nein. Die Armee ist aufgestellt. Die Offensive. Okay. Erstmal wird die Verteidigung wegplaniert. Es sei denn, du machst irgendwas. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, wen ich wählen darf. Ach so. Ja, keine Ahnung. Machen wir den da weg. Das kann nicht sein. Greif ich halt wieder an. Ach ja. Und zwei Karten von dir auf dem Friedhof. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, dass die Planierraupe das hat. Das kann unter Umständen sehr gut für den Gegner sein, wenn ich da zwei entscheidende Karten auf den Friedhof lege. Das war aber nur eine. Nee, der schickt zwei Karten auf den Friedhof. Hä? Einmal das Bajonett und einmal dein... Lege die oberste Karte. Hey, das Bajonett war das Monster, was auf dem Feld war. Ach so, stimmt. Nur die achte nur ein. Ich dachte, der tut zwei auf das. Ja, gut. Aber ja, du hast überlebt. Nicht schlecht. Ja, das war mein Plan. Auch wenn nur gerade so. Gut, dann. Oh mein Gott. Lege ich mal zwei Karten verdeckt. Ja. Und gib ab. So, ja. Jetzt wird gezogen. Ah, oh, das ist gar nicht so schlecht. Damit kriegt der Linkmonster nicht kaputt. Wisst ihr das? Ah. Nein.
Schöne Planierraub. Yes. Da kriegst du mein Feld mal ordentlich leer, ne? Na, willst du nicht angreifen? Das ist ein Problem. Ach mein Gott, da ruft da wieder meine Monster vom Grab. Erstmal der böse Finger hier. Doch. Keine Ahnung. Leider auch nicht genug, das ist so ein bisschen. Sie wieder ruft der gejagt, einfach nur darum. Tja, mein Ruf war stärker. Und weil Angriffsroller im Angriff im Kampf zerstört wurde, darf ich ein Insektenmonster, ein Käferkavalleristenmonster, auf meine Hand holen. Ah ja, natürlich den. Aktiviere ich mal den Effekt. Mische ein Monster von mir und eins von dir zurück ins Deck. Ja. Bisschen millen, bevor ich ziehen darf. Alles klärchen. Ich würde sagen, wir machen das schnell. Ich beende das jetzt einfach. Ja, wo du bist. Ja. Es gibt auch bald Essen hier, deswegen noch schnell das dritte Duell. Ja, dann hast du da keine Zeit mehr. Ja, dann würde ich mal kurz nochmal kurz verschwinden für 15 Minuten, 20 Minuten, würde was essen, dann wäre ich wieder hier. Okay, ja, gut. Ja. Dann wähle ich in der Zeit das nächste Profilbild aus und so. Ja, 15 Minuten wirst du es doch wohl schaffen, oder? Ich weiß, dein gesamtes Konzept und wie du das sortiert hast, es wurde ja von Master Duel über den Haufen geworfen. Es ist eine krasse Hand. Okay. FTK? Ja, First Turn, ne? Ich habe so... Ich habe eine Karte, die es mir erlaubt, in der ersten Zug anzugreifen. Ja, das wäre doch mal was. Ne, da haben wir es jetzt erstmal. Jetzt haben wir erstmal das Resonanzinsekt. Und bevor ich noch irgendwas mache, erstmal törichtes Begräbnis. Er wird begraben. Töricht begraben. Dich wollte ich nicht öffnen. Schicke ich mal Gogipol auf den Friedhof. Aktiviere Gogipol und hole mir den Angriffsrodder. Aktiviere mal den die Insektor-Mini-Motte wieder. Mische drei Karten wieder zurück ins Deck. Nicht schlecht. Ja. Dann kommt noch der Link Dreier in diesem Deck. Seraph Papillon. Gut. Dann füge ich noch was meiner Hand hinzu und zwar
Ja. Ach, eine Planierraupe. So, Resonanzinsekt wird verbannt und schickt was auf den Friedhof. Und in dem Fall normalen Cookie-Pol erstmal. Wenn ich noch eine Karte verdeckt, aber ich beende erstmal meinen Zug. Ah, jo. Was konnte der jetzt nochmal beschwören? Das kannst du quasi immer machen. Einmal pro Zug. Ja, klar. Aber ansonsten. Ha. Okay, fangen wir mit dem da an. Das ist ein Messer. Pass bloß auf damit. Reicht sogar nicht mal. Warte mal, du hast einen Effekt, wenn du kaputt gegangen bist, oder? Ja. Ach, keine Ahnung. Werd doch du schwächer. Okay, wenn du dich traust. Das bleibt jetzt auch, ne? Das wird, ja stimmt, das wird nicht wieder normal. Ja, der bleibt jetzt so. Er bleibt schwach. Aber das stört mich nicht wirklich. Warte, bevor ich... Ja. Den Papillon wieder wegtue. Du musst natürlich noch die letzte Marke benutzen. Ja, natürlich. Kostet mich ja nichts. Verrückterweise. Alles klar. Oh, der Käfer. Alles stärker macht. Oh, ich bin damit sogar schon fast fertig. Hm, wieso kann ich denn jetzt ihn nicht beschwören? Ach, weil ich sie ins Main Deck mischen muss. Und ich habe nur zwei, die ins Main Deck überhaupt können. Okay, das ist ein interessanter... Aber jetzt weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. Ja, in dem Sinne dann... Oh, das hat jetzt meine Planung ein bisschen über den Haufen geworfen, aber... Ich lasse mich jetzt mal nicht verunsichern. Okay. Weiß nicht, von welchem Monster redest du. Redest du von dem, wo du auch meins wegmachen musst? Weil ich habe ja nichts für Friedhof. Ich rede von Neptun. Der, dieser normale, superschwere, mächtige Neptun-Käferkavallerist. Für den ich drei Insektenmonster, die verbannt sind, zurück ins Deck mischen muss. Ach so. Und da steht in seinem Effekt explizit ins Main Deck. Joa. Das heißt, Link gehört nicht dazu. Aber eine Normalbeschwörung. Gut, dann, Keine extra Regen. Dann, Da macht er einfach mit der Spinne mein Monster weg. Ja, cool, beschwörst du einfach direkt aus dem Deck. Mhm.
ist jetzt doof, die hätte gut kommen können. Auch wenn ich das nicht überlebt habe, oder? Gott, dieses Deck ist erbarmungslos. Jetzt wird die Stunde auch noch stärker. Das war notwendig. War nicht stark genug. Boah, ja. Das war brutal. Gut, bewerten nicht vergessen und weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Ciao.